Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Claudia von Horvath. Es wurde eine weitere Diskussion zur Rechtsstaatlichkeit Ungarns im Europäischen Parlament abgehalten. Überraschungen gab es keine. Jede Seite betonte das Gleiche, was sie auch schon in den vergangenen Jahren dutzende Male zu diesem Thema hervorbrachten. Der europäischen linken Seite nach sei die Situation unhaltbar. Den Regierungsparteien nach gebe und werde es auch kein Problem mit der Rechtsstaatlichkeit Ungarns geben. Am Donnerstag wird auch über einen Beschluss abgestimmt. Es sei von grundlegender Bedeutung, dass alle Institute der Europäischen Union zur Verwirklichung und Aufrechterhaltung der Rechtsstaatlichkeit in der EU beitragen sollten. Mit diesem Satz begann Vera Jourova, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, ihre Rede im Europäischen Parlament, wo eine Debatte über die Lage der Rechtsstaatlichkeit stattfand. Die Politikerin betonte, die Kommission verfolge die Situation in Ungarn mit Besorgnis. Das Europäische Parlament beschloss vor anderthalb Jahren, dass gegen Ungarn die härteste Strafe, das Artikel 7-Verfahren, eingeleitet werden müsse. Die Erstatterin des dazu führenden Berichtes, die grünen Politikerin Judith Sargentini, wurde von ihren Anhängern mit stehendem Applaus bejubelt. Seitdem zieht sich das Verfahren. Das Thema steht jetzt auf Wunsch der linken Politiker auf der Tagesordnung. Diese behaupten, seitdem habe sich die Situation in Ungarn nur verschlechtert. In der Debatte ergriffen auch Abgeordnete der ungarischen Opposition das Wort. Csaba Molnár aus der Partei DK sprach sich für eine Sanktion gegen Ungarn aus. Die EP-Abgeordneten der ungarischen Opposition würden sich gegen Ungarn einsetzen und sich darum bemühen, ihrem eigenen Land immer mehr Schaden zuzufügen. Darüber sprachen vor der Debatte die EP-Abgeordneten der Regierungspartei. Das bereits systematische, wiederkehrende Vorgehen der ungarischen Opposition ist es, hier in Straßburg und dann in Brüssel über Ungarn Fake News, Lügen zu verbreiten und zu diesen die europäischen Pro-Migrationskräfte für sich zu gewinnen, sagte der EP-Abgeordnete der Fidesz. Der Politiker betonte in der Debatte, zwischen Ungarn und den linksliberalen Kräften würden politische Meinungsunterschiede über Themen wie die Zukunft Europas, die Migration und den Schutz der europäischen christlichen Kultur bestehen. Die erste Etappe des Wartebereichs an der Billigflugabfertigung am Flughafen Liszt-Ferenc wurde fertiggestellt. Diese löst jenen Bereich ab, von dem selbst Bushaltestellen im ganzen Land besonderer sind. Minister Gergely Gulyás formulierte, die bisherige Abfertigung hätte die menschliche Würde verletzt. Mehr als 130 Destinationen in beinahe 50 Ländern sind aus Budapest mit dem Flugzeug zu erreichen. Der Flughafen Liszt-Ferenc empfängt täglich Zehntausende von Besuchern. Bis jetzt wurden jedoch die Passagiere von Billigfliegern in einem von vielen kritisierten und als provisorisch installierten Blechterminal abgefertigt. Der Fußweg zum Terminal war lang, es gab dort weder Heizung noch Toiletten, nicht einmal genügend Sitzplätze. Ab jetzt steht aber dieser neue, anspruchsvolle Warteraum zur Verfügung. Das vorige Blechgebäude wird abgerissen, an seiner Stelle wird der neue Wartebereich bis zum Sommer hin erweitert. Den Passagieren wird ein neuer Komplex auf mehr als 11.000 Quadratmetern zur Verfügung stehen. Es wird bequeme Wartebereiche geben und auch Restaurants mit großzügigen und bequemen Räumen werden eröffnet, sagte der Direktor von Budapest Airport. Der Kanzleichef des ungarischen Premiers betonte, das neue Terminal sei ein wichtiger Fortschritt, da die bisherige Abfertigung der Billigfliegerpassagiere unter menschenunwürdigen Bedingungen erfolgte. Wir hoffen, dass es ab Anfang Juni ab der geplanten Fertigstellung des Terminals hinsichtlich der Servicequalität keinen erheblichen Unterschied zwischen einer Reise mit einem Billigflieger oder einer renommierten Fluggesellschaft geben wird, sagte der Kanzleiminister. Der für die Entwicklung von Budapest und der Agglomeration zuständige Staatssekretär betonte, dieses Gebäude hätte man schon vor 8 Jahren aufbauen sollen. Die Regierung habe jedoch wegen der Privatisierung des Flughafens eine ungünstige Situation geerbt. Balázs Füriás meint, der Flughafen werde für Budapest allmählich zu klein, deshalb seien dauerhafte Entwicklungen notwendig. Im Parkwald von Sopron in der Nähe des Károly-Aussichtsturmes befindet sich das Kőholmi Jagdmuseum. Das Museum ist in erster Linie an Kinder gerichtet. Die Besucher werden anhand von Computern und Displays informiert bzw. erhalten die Möglichkeit, zahlreiche Gegenstände zu berühren und abzutasten. Das Jagdmuseum kann das ganze Jahr über kostenfrei besucht werden. In Zalaegerszeg wurde eine Ausstellung mit den Werken von Rita Hager eröffnet. Die Künstlerin, der neben den Munkácsy und Kossuth-Preisen auch der Titel Künstlerin der Nation verliehen wurde, webt ihre Bildteppiche aus Naturmaterialien mit individuellen Technik.
Dabei dienen spirituelle und sakrale Themen als Grundlage. Die Ausstellung mit dem Titel Suche das Licht kann in der Gönzi-Galerie bis zum 22. Februar besichtigt werden. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Schalten Sie auch morgen wieder zur gleichen Zeit ein. Auf Wiedersehen.